Dann können wir das hier nochmal stoppen. So, ich hoffe, dass jetzt der Spielsound da ist. Ansonsten gehe ich hier komplett AFK. Also, nochmal. Wir führen jede Einstellung nochmal durch. Name ist da, das ist da, das ist da. Hoffentlich jetzt mit Spielsound. Auf normal können wir es jetzt mal lassen. Den Wolfsclan, Hirschclan oder den Clan der Ziege? Mäh! Was haben wir denn bei den Wölfen? Anfangsboni. Beginnt mit dem Wissen des Waffenschmieds. Dies erhöht die Angriffskraft eurer Krieger. Eure militärischen Einheiten verzehren 30% weniger Nahrung und gewähren Zufriedenheit. Wie soll denn der Spielsound klingen? Mit Musik. Verarsch mich nicht, ich sehe den Pegel springen. Nicht, dass ich mich selber höre. Ach, kein Quatsch hier. Boah, Alter, ich dachte schon. Dann haben wir die, was für ein Dinger? Alktinier, der Hirschclan. Oh Gott. Wie macht denn ein Hirsch? Nein. Ihr beginnt mit 75%, 75 plus Nahrung, Holz und Kröns, also Kronen. Die Halle der Skalden ersetzt die Brauerei und produziert zusätzlichen Rum. Ja, das ist ja schon mal nice. Ruhmboni, Hochstimmungen. Eure gesamte Produktion erhöht sich um plus 1% pro positiver Zufriedenheit. Erfordert 200 Ruhm. Achso, nicht Rum, sondern Ruhm. Schwachmaten sollten nicht lesen. Hingabe. Aufgewertetes Gebäude erhalten einen zusätzlichen Produktionsbonus von 10%, erfordert 500 Ruhm. Was haben denn die Fenrir hier unten? Angriff. Eure militärischen Einheiten erhalten einen Angriffsbonus von 20% bei Kämpfen außerhalb eures Hoheitsgebiets. 200 Ruhm. Berserker. Ihr habt einen mächtigen Berserker, der dann für euren Clan kämpft, erfordert 500 Ruhm. Also Krieg. Wirtschaft. Und das Jahr der Ziege. Beginnt mit drei Schafen. Achso, wenn es um Überleben unter gefährlichen Bedingungen und den Bau robuster Niederlassung geht, kann es niemand mit dem Ziegenclan aufnehmen. Mäh. Es wird fortbestehen, komme, was da wolle. Mäh. Ruhmbonus. Schmaus erhöht den Produktionsbonus eurer Festmähler auf 30%. Gratiswerkzeuge. Ihr erhaltet zwei Gratiswerkzeuge, um die Produktivität eurer Dorfbewohner zu erhöhen. Erfordert 500 Ruhm. Also das wäre gut für den Winter. Das wäre gut, wenn wir auf Krieg gehen würden. Das wäre gut zum Expandieren. Wenn wir sagen, wir würden rushen, mit, denke ich mal, dass wir schnell vorankommen und unsere Rohstoffe schnell zu ranholen für den Winter, ist das gut. Das ist gut, wenn wir mehr auf Krieg gehen wollen. Das ist gut, wenn wir passiv und leicht über den Winter kommen wollen. Oder leicht her. Mäh. Oh Gott, wollen wir uns den Krieg anschließen oder den Schafen? Den Ziegen. Warum kriegen wir denn Schafe bei Ziegen? Ich weiß auch nicht, mit welcher Jahreszeit das Spiel beginnt. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für den Hirschclan. Und ich denke mal, das wäre sinnvoll. Unser Ziel ist das simpel wie einfach. Den Norden besiedeln. Ja. Jedes Feld hat eine gewisse Anzahl an Gebäuden, die wir bauen können. Unser erstes Gebiet kann nur 5 Gebäude beherbergen, deswegen bauen wir mal einfach mal ein Häuschen mit dem Dorfbewohner. Mit dem Dorfbewohner werden wir mal hier unten ein Holzfällerlager errichten. Und er kann uns hier oben schon mal, kann uns schon mal den Speer bauen.
damit wir dann hier vorankommen können. Dorfbewohner werden automatisch generiert. Ich glaube, jedes Gebäude kann, also ich glaube, das Holzfällerlager kann 2 Dorfbewohner beherbergen. Ich denke mal, wir werden noch mindestens einen gleich mal dran setzen. So, ein Haus ist fertig, das heißt, wir haben unser Bevölkerungslimit auf 10 Bewohner erhöht. Ich würde eigentlich rein theoretisch auch nicht auf mehr gehen am Anfang. So, einen Holzfäller ranholen. Du bist auch untätig, kannst mir auch gleich mal Holz ranholen. Wir brauchen Holz für den Winter. Bildet eure Dorfbewohner zu Händlern aus, die Kronen verdienen. Okay, das klingt gut. Ich würde sagen, wir bauen hier oben unser Kriegslager. Weil es gibt ja, wie gesagt, man muss es ja aufdecken, das Spiel. Es könnte also sein, dass hier gleich schon die ersten, ich sag mal, Aggressoren stecken. Deswegen will ich so schnell wie möglich ein paar Soldaten haben, damit wir das Land besiedeln können. Ich hoffe auch, dass hier ein Feld ist. Und wir haben April, Sommer. Was haben wir denn hier? Stein, hier könnt ihr ein Bergwerk errichten. Das klingt gut. Und ich sehe hier aber keine weitere Ressource außer Stein und Holz und keine Aggressoren. Gut, das ist gut. Dann durcherkundet er schon mal das nächste Lager. Ja, das nächste Gebiet. Dann können wir das da vielleicht gleich besiedeln. Wenn das denn hinhaut. Um euer Hoheitsgebiet zu erweitern, ist die Besiedlung des neuen Gebietes mit Hilfe von Nahrung erforderlich. Klickt auf das Gebiet und gebt Nahrung aus. Also klickt hier rein und das kostet mich dann 20 Nahrung. Dann nehmen wir uns das doch gleich mal ran. Erfordert Fisch. So. Hier hätten wir Reh. Hier könnten wir Jagdhütten bauen. Das heißt, ich brauche das Feld auf jeden Fall. So. Ein Dorfbewohner ist Holzfäller. Nee, Quatsch. Wir haben 2 Dorfbewohner. Den Dorfbewohner hier werden wir veranlassen, das Bergwerk hier zu gründen. Huch. Am besten da so. Und jetzt haben wir hier noch irgendwo einen Dorfbewohner. Speer. Dorfbewohner. Ach da. Was machen die denn? Dorfbewohner sammelt in der Wildnis Nahrung. Okay. Du kannst aber am besten hier schon mal die Jagdhütte errichten. Denn wir brauchen noch Essen, um über den Winter zu kommen. Huch, habe ich das jetzt keinen gegeben, den Auftrag? Da. Geh du mal hier hoch. Die sammeln schon mal fleißig wieder Nahrung. Wir haben die beiden Gebiete schon mal eingenommen. Du kannst aber am besten schon mal zum Krieger werden. Das kostet mich 20 Kronen. Aber wir haben hier oben Wölfe gesichtet. Das passt mir gar nicht. So, du spielst jetzt bitte erstmal nicht mehr. Doch, er macht's weiter. Penetrant. Den Krieger entsende ich am besten schon mal hier hoch. Was war das? Ah, nein. Oh Gott, bin ich bescheuert. Jetzt habe ich den zum Speer gemacht. Kann ich den auch wieder gegen rekrutieren? Ah, nee. Unser Clan hungert. Wir müssen mehr Nahrung produzieren. Ja, das ist mir klar. Das war ja auch eben eigentlich gar nicht gewollt. Okay. Der ist fertig. Den gehen wir immer zum Jäger. Der bringt Nahrung. Weiß ich nicht. Machen wir auch gleich mal zum Jäger. Dass wir hier Essen rankriegen. Das wird auf jeden Fall notwendig. Und unsere Krieger mal produzieren. Das gefällt mir nämlich nicht ganz so. Hier vorne sind nämlich auch Wölfe. Weil ich kann hier keinen mobilen... Ach, wir haben hier... Moment, stopp. Wir haben... Holzfäller, Dorfbewohner haben wir gar keine mehr. Jäger haben wir 2. Und der ist Holzfäller, okay. Ja, wir sind dabei, mehr Nahrung gerade zu holen. Unsere Jäger kümmern sich schon drum.
Vorne wäre Stein. Die Wölfe greifen an. Hier werden so lange Wölfe generieren, bis wir dieses Gebiet beanspruchen. Okay. Ja, das ist. Wird haarig. Unsere Ah, okay, wir verbrauchen zu viel und produzieren zu wenig. Ein Dorfbewohner. Der kann das mal bauen. Dann gehen wir, lassen wir den erstmal von Holz weg. Und erstmal an Stein ran. Nur um zumindest das Gebäude schon mal stehen zu haben. Es herrscht ja nicht genug Zufriedenheit, glaube ich. Doch, wir haben wieder einen. Das heißt, wir bauen mit ihm eine weitere Jagdhütte. Ach, wir dürfen nur. Ah, das Gebiet. Ah, da habe ich gar nicht geguckt. Das Gebiet erlaubt uns 5 Gebäude, das Gebiet erlaubt uns 3. Die Frage ist, warum dürfen wir da nicht. Einen Turm dürfte ich hinsetzen. Aber eine weitere Jagdhütte dürfte ich da nicht bauen. Okay. Dann werden wir da am besten die Heilerhütte mal hinsetzen. Ich weiß nicht, was es bringen soll. Holzfäller, Dorfbewohner. Einmal aufbauen, bitte. Er erkundet hier oben fleißig das Land und er auch. Wunschstein, hier könnt ihr einen Meister der Lehren rekrutieren, der Wissen produziert. Okay, dafür müssten wir erstmal das Gebiet hier, ich sag mal, ist das mal freundlich, bereinigen. Der Dorfbewohner holt Nahrung ran. Aber wir kriegen einfach nicht genug Nahrung ran. Okay, wir gehen mal auf das Angriffskraft, Holzfäller produzieren mehr Holz, okay. Wir gehen mal auf Waffenschmied, dass wir mehr Schaden haben. So, und er holt mehr Nahrung ran. Er wird Nahrung. Okay, Doppelklick auf die. Und das funktioniert dann. Ich will eigentlich nicht hier so gerne rein. Und wir greifen erstmal den Wolf hier vorne an. So, unsere Waffen richten ja jetzt mehr Schaden an, dann sollte das ja eigentlich halbwegs gehen. Aber wegen der schlechten Zufriedenheit haut das überhaupt nicht hin. Egal, wir haben uns jetzt ein bisschen totgeschrumpft. Nee, haut das überhaupt nicht hin, was ich vorhab, ne? Okay, Moment, wir fangen mal am besten nochmal neu an. Wenden zum Titelbildschirm. Ja. Speichern will ich das hier nicht. Einzelspieler. Wir starten als Farbe Rot, normal, bla 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 bla. Ihr beginnt mit 75. Wir hätten, glaube ich, nicht so viele Lager. Wir hätten davon auf das Stein scheißen sollen. Aber ansonsten hätte das wahrscheinlich halbwegs funktioniert. Aber ich hätte nicht penetrant auf Stein pochen sollen. So, unser zufallsgeneriertes Gebiet gibt uns die Möglichkeit, wieder nur 5 Gebäude. Wir fangen an mit der Holzfällerhütte. Ganz simpel, Holz erstmal ranholen, weil wir wollen ja über den Winter kommen. So, die anderen beiden lasse ich jetzt erstmal Nahrung ranholen. Dass die Versorgung stehen bleibt. Ich baue jetzt erstmal auch keine weiteren Dorfbewohner. Ich denke, das wäre cleverer.